In der 10. Klasse habe ich angefangen zu programmieren. Ich kam immer wieder an diese eine Grenze, wo ich mich gefragt habe, wie macht man das? Zum Beispiel Bildkomprimierung oder Audiodateien. Wie funktionieren diese Konzepte eigentlich? Irgendwann fand ich diese Komplexität so faszinierend, dass ich unbedingt Mathematik studieren wollte. Mich treibt an, herauszufinden, was dahinter steckt. Elektrotechnik wird überall benötigt. Dementsprechend kann man unglaublich viel damit erreichen. Die Technologie ändert sich ständig. Was heute ist, ist morgen schon nicht mehr. Also da möchte ich natürlich auch dabei sein. 从小我就一直觉得游戏机、机器人和电脑特别神奇，我特别好奇他们到底是怎么运行的。就是因为这种探索知识的渴求，使得我现在TUM探索计算机的高端领域。 Wir haben 14.000 Studierende ungefähr an der CIT und sind damit die größte School der TUM. Da liegt eine Kraft drin. Die digitalen Lösungen sind wichtiger denn je, ob in der Medizin, den Ingenieurwissenschaften, der Industrie oder ganz allgemein in unserem Alltag. Die Gründung der School ist eine Antwort auf unsere gesellschaftlichen Herausforderungen. Unsere School vereint, was fachlich zusammenpasst. Mathematik, Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Grundlagen der Digitalisierung. Wenn alle unter einem Dach sind, werden die Wege kürzer und der Forschungsbetrieb vernetzter. Die SIT bietet diese interdisziplinäre Forschung, das Öffnen von Strukturen und das Erweitern von Horizonten. Nahezu jedes wissenschaftliche Fach, jede Disziplin könnte eigentlich ohne die Verarbeitung, die Berechnung, die Auswertung, die Analyse von Daten überhaupt nicht mehr auf dem Stand der Zeit forschen. Das ist etwas, wo unsere drei Disziplinen eben die wesentlichen Grundlagen liefern und damit enablen wir eigentlich einen ganzen großen Teil der heutigen Wissenschaft und Gesellschaft und Wirtschaft natürlich. Energiewende, eine immer älter werdende Gesellschaft, digitale Transformation der Arbeitswelt. In all diesen Prozessen werden unsere Absolventinnen und Absolventen mitgestalten. In the CIT in particular, we have had a high amount of diversity from very early on because a lot of foreign students enjoy to come here. We need to continue to work on that, especially to draw more women in. We want to make it clear that everyone belongs here. Dieser ganze Transitionsprozess von den Fakultäten in die School ist natürlich für alle Beteiligten eine Riesenaufgabe und eine Riesenherausforderung. Wir gehen zusammen, aber wir vergessen nicht, wo wir herkommen. Wir vergessen nicht unsere Wurzeln. Wir müssen mit den Menschen reden. Nur so entsteht dann ein tragfähiges Fundament, auf dem dann unsere School auch die gesamte Kraft entfalten kann. Das wäre alles überhaupt nicht möglich ohne den Einsatz unserer ganzen Mitarbeitenden, von den Professorinnen und Professorinnen über das Wissenschaftliche bis zu dem wissenschaftsstützenden Personal. Die tragen letztendlich den Umbau und sie tragen aber auch das Leben in der School. Mich treibt meine Neugier an, mehr zu erfahren, mehr zu entdecken, mehr zu erforschen. Diese Konzepte zu genießen, zu fühlen und damit auch Probleme in der echten Welt zu lösen. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Was treibt dich an?